Zum Buddha ging ein Bauer. Und der Bauer sagte: Buddha, ich habe gehört, du bist so ein berühmter Lehrer. Hilf mir doch bitte. Die Ernte war dieses Jahr schrecklich. Der Monsun kam so früh und dann davor gab es eine große Dürre. Und meine Frau, also ich liebe sie ja, aber manchmal geht sie mir fürchterlich auf die Nerven. Und meine Kinder, naja, entwickeln sich auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, obwohl, klar, ich habe sie ja lieb, aber also ich habe einfach einen Haufen Probleme. Buddha, hilf mir dabei. Und der Buddha sagt: Lieber Herr, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Worauf der Bauer erstaunt ist und sagt: Wie kann das sein? Man sagt, du bist ein berühmter Lehrer, wie kannst du sagen, du kannst mir nicht helfen mit meinen Problemen? Worauf der Buddha sagt: Also, es verhält sich folgendermaßen. Jeder Mensch hat 83 Probleme. Und manchmal geht eins weg, dafür kommt sofort ein neues wieder dazu. Es ist einfach eine Tatsache des Lebens, dass jeder Mensch 83 Probleme hat. Insofern tut mir leid, nichts zu machen. Der Bauer ist ein bisschen erstaunt und sagt: Naja, aber man sagt, du bist so berühmt, ist das alles, was du weißt? Wie kannst du mir helfen? Worauf der Buddha sagt: Mit den 83 Problemen kann ich dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich mit den 84. helfen. Ja, was ist das, dieses 84. Problem? Ja, sagt der Buddha, das 84. Problem besteht darin, dass wir keine Probleme haben wollen.